Hallo! Willkommen zu Revenger, dem Spiel, in welchem wir 22 Endings gefunden haben. Heute finden wir 3 weitere oder mehr. Wir sind immer noch eine ekelhafte Kreatur. Hallo! Sind wir ein Revenger? Ekelhafte Kreatur soll sein ganzes Leben in Form einer Bildergalerie vorbeiziehen. Aber warte, er war nicht tot, er sehnte sich nach mehr Abenteuer. So wie wir. Das ist ja ekelhaft. Ich würde sagen, wir gehen direkt dem Vorschlag nach, den Maeve gerade gebracht hat. Okay. Reinfloppen. Mein Vorschlag war aber jetzt nicht weltberühmt, ne? Ich hab gesagt, wir müssen die Lava springen und sterben. Ich weiß. Also, Kevin, wir sind sowieso nur eine ekelhafte Kreatur. Also dann können wir auch vermisst die ekelhafte Kreatur. Dann können wir auch zu so einem kleinen Crisp werden. einfach puff gemacht. Jetzt sind wir ein Pfannkuchen. Nein, der Sprung war richtig berechnet. Ein falsch berechneter Sprung führte dazu, dass ekelhafte Kreaturen in eine Lavagrube fiel. Dies war nicht das Ende, das er gewollt hatte, aber es war mit Sicherheit das, das er verdient. Nein, das war ziemlich genau das Ende, das ich gewollt habe. Das war ziemlich das, was wir wollten. Ja. Absolut. Okay. So, und wir haben die erste Reihe durch. Generell waren wir goldrichtig da unten. Ich würde direkt wieder ohne weitere Ausrüstung runter in die Lava gehen und da weiter erkunden. Wir sind Willst immer das noch eine Lava ekelhafte Kreatur. Ornament holen und dann versuchen durch die Lava zu gehen? Yeah. Wir sind Schrödinger! Wir heißen wieder Schrödinger. Die Verbrennung im dritten Grades hinterließen Schrödinger ein vernarbtes Gesicht, denn die Prinzessin würde mit Sicherheit darüber hinwegsehen. Geh und hol sie, du Held! Du Held klingt wie nicht ernsthaft. Wie ist mittlerweile die Prinzessin? Oh, wir sind schon wieder klingt verbrannt. Passiv-aggressiv. Wahrscheinlich eine neue Prinzessin, ist ja auch ein neuer... Warte, gibt's überhaupt noch eine Prinzessin? Haben wir nicht die Monarchie gestürzt? Ja, aber der hat... Ja, wir haben dem dann die ewige Treue geschworen, nachdem er uns umgebracht hat. Und der hat auch wieder... Problem. Ja, ein anderer König. Der reichste Mann wurde gewählt und das war nicht ja, der andere. Ja, wir haben mittlerweile wir haben erstmal einen König getötet, dann wurden wir getötet, dann haben wir den König ewige Treue geschworen, einen neuen König und dann wurde die Demokratie eingeführt. Das ist wahr. Die Frage ist die Prinzessin von dem König davor oder von dem reichen Mann? Von dem König davor. Von dem ersten König. Ja, dann können wir sie ja immer noch retten. Aber sie weiß Was halt von nichts. Sie rüber können, oder? Nein, das ist aber nicht nötig. Wir können auch davor einfach rübergehen. Ja. Aber oh, kann man Gewicht sich von hast? Dem erschlagen lassen? Warte, nein, wir konnten nicht auf die Leiter ohne das Ding. Da können wir nicht, Moment. Nee. Ich dachte, das hätte Doch, geklappt. Kann man. Doch. Aber ja, aber ohne Ausrüstung halt nicht. Wir müssen bestimmt was mitnehmen. So, hier oben war irgendwo das Lava. Oh, ich hab nicht zu weit nach oben. Wo kommen wir raus? Aus dem Berg. Das Lava-Ornament war, glaube ich, hier. Das war hier. Ja. Oh, nice. Okay, jetzt gehen wir unten links, ne? Ich meine Lava-Schmuckstück. Da. Können wir damit durch Lava gehen? Was glaubt ihr? Ich hoffe mal. Ich meine, wir können es probieren. Nein. Wir sterben aber nicht. Das ist super. Aber irgendwie auch nicht so nützlich. Ja, ich dachte auch, dass wir mehr durch die Lava laufen ich meine, es können. Spart weniger. Zeit, könntest du gerade auf der Lava laufen vom Wasserfall? Das ist ja wieder hier. Da will ich nicht hin. Mogi, konntest du gerade auf dem Wasserfall laufen? Nein. Auf den Lavafall? Nee, okay. Sammel so. Okay. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Wir gehen nach rechts, würde ich sagen. Ja. Ich stelle mir ein bisschen die Frage, ob wir nicht so runter. Eigentlich sehr nah dran sind. Wir haben uns nicht nochmal nach unten gegraben. Ah, Oh ja, die Schaufel haben wir ewig nicht mehr mitgenommen. Es gab so viel zu das schaufeln. Das können wir versuchen, weil sonst habe ich das Gefühl, alles, was wir hier erkunden konnten, ohne die Schaufel, haben wir schon gemacht. Mhm. Ja. Hier geht's noch weiter runter. Ja, aber da kommen wir ja rein. Schade. Weiter nach links. Spring hier rüber. Ha! Oh, shit. Okay, es bringt gar nichts. Wir sind auf der linken Seite vom Drachen, das bringt was. Ja, das bringt was. Ich dachte, da ist auch die verbrannte Leiche von dem originalen Mögi. Ja. Ich dachte, der wäre gar nicht mehr gefährlich, der Drache. Er ist tot. Oh. Und hier haben wir uns runtergegraben. Okay, wir sind jetzt einmal Full Circle gegangen. Jetzt erinnere ich mich. Ich würde behaupten, an dem Punkt haben wir das Lavagebiet erkundet komplett. Nein, man kann hier noch runter. Kann man da runtergraben? Nein. Ich glaube nicht. Sind wir nicht gerade dahergekommen? Oh, das Lava-Ornament schützt uns. Oh, was? Das Lava-Schmuckstück stieß die Flammen des Drachen ab. Aber nicht seine Krallen. Wow. Aber Feuerfest ist ein neues Ending. Dazu feiere ich direkt ein Feuerfest. Dann mach doch. Red doch nicht nur immer davon, dass du ein Feuer legst, sondern leg ein Feuer. Ich ruf schon mal die Polizei. Ständig redet Jerry an, davon, irgendwann werde ich alles anzünden, aber er macht's einfach nie. Nein, ein Feuer. Okay.
Nach seiner Begegnung mit dem Drachen wurden nur winzige Teile von Schrödinger gefunden. So ist der Zwillingsbruder beschlossen, den Familienbetrieb zu übernehmen. Schrödingers Bruders Haus. Warum ist Schrödingers Bruder ein Mensch? Verbrannt. Wir waren eine Katze. Wir wollten... Oh, du darfst wieder. Du hast recht, Fully. Euch hatten wir schon. Oh, es ist einer weniger. Wir haben ihn nicht getötet. Das war jemand anderes. Doch, wir haben ihn getötet. Nein. Es ist einer weniger. Ja, aber das war nicht Schrödingers Bruder. Also, wir wollen ja, nur stimmt. Dinge töten. Oh. Ha, verstehe. Oh, okay. Sie wollen auch töten. Das war aber kein Ending. Den mochten sie anscheinend. War das ein Ending? Nein. Das war seltsam. Die Death-Sachen waren bisher keine Endings. Ja, man merkt, dass sie die auch nur spontan reingebracht haben. Lasst uns in Ruhe. Ich weiß auch nicht, warum das öfters einmal pro Playthrough kommt, weil, ich meine, wir haben schon verstanden. Wir können wahrscheinlich alle Devs töten und dann haben wir vielleicht ein Ending. Ja, das sind auf jeden Fall weniger Devs. So, wir schaufeln hier direkt nach unten. Mit der Schaufel? Okay. Und mit der Schaufel haben wir so wenig gemacht, es müsste noch so viel mit der Schaufel zu tun geben. Ich weiß halt nicht, weil ich hatte das Gefühl, die eine Stelle, wo wir hin konnten, da waren wir ja jetzt gerade auch wieder. Ja, aber da gibt's noch einen anderen Weg zu schaufeln. Ja. Gab's noch dieses Floß, zu dem ich gerne hin will. Das stimmt. Ah, okay. Mit dem Lava-Schmuckstück kann man da links bestimmt entlang. Ja. Äußerst auf jeden Fall mit irgendeiner anderen Sache kann man da lang. So, wir haben hier nämlich runtergegraben, aber... Genau. Ja. Hier. Yeah. Okay. Wir gehen aus das eine Floß aus dem Bowser-Level aus Mario 3D World. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber kamen wir da nicht? Ich glaube, das war 3D-Land. Ja, da waren wir auch schon. Ja, von da kamen wir. Kamen wir mit dem Geysir nicht in diese andere Wasserhöhle rein? Sollten wir da nicht vielleicht nochmal reingucken? Mit dem Geysir kamen wir einfach nur an die Brücke. Oh, ja. Okay. Ja, wir müssen mit dem Geysir auf jeden Fall hier erstmal raus. Okay. Hier drin gibt es ansonsten nichts weiter zu erledigen. Das sieht immer so merkwürdig aus. Dieser Berg da rechts, man kann auch auf die Wolken. Da ist eine Erdbeere, rum. Da ist eine Anspielung an Celeste. Auf dem Berg obendrauf. Oh. Ich würde sagen, wir schauen in den Brunnen. Okay. War das da die Wasserhöhle beim Brunnen? Weil wir waren da einmal und dann nie wieder irgendwie. Ja. Ah, ich weiß jetzt, was du meinst. So. Ja. Da ist ein Schalter. Ja, die wollten wir wegsprengen. Mhm, aber okay, Moment. Da ist rechts ein Schalter. Ist ein Schalter. Für Loch. Aber du hast recht. Ich bin sowas von dafür, dass wir es jetzt endlich wegsprengen. Ja. Yeah. Und wir haben noch dieses Flügel-Item auch. Ich krieg, was ich die ganze Zeit über wollte. Was für ein Item haben wir noch? Item? Das Knüdel-Item, das haben wir auch nicht so oft eingesetzt. Mit den Herzchen. Oh, es geht! Es geht. Yes! Vergeltung! Nochmal! Oh, was, wenn du das freisprengst? Vorsicht. Da unten ist auch ein Schalter. Seht ihr den Hebel da? Ist das jetzt für immer? Ja, die Schatz haben wir auch nie mitgenommen. Das können wir da durch. Nice. Okay, cool. Ich denke, das ist mir für die Zukunft interessanter als jetzt aktuell. Ja. So, schauen wir hier noch weiter runter. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen graben. Oder was wegsprengen. Haben wir hier zur Wasserhöhle? Ich bin hier links hier entlang. Du hast einen Schalter aktiviert. Damit können wir jetzt auch hier entlang. Jetzt hätten wir da nicht mehr. Okay. Oh, jetzt haben wir mehr Möglichkeiten, würde ich einfach mal behaupten. Und irgendwann nehmen wir die Truhe da oben mit. Wir können sie auch nächstes Mal mitnehmen, wenn ihr wollt. Mit Sicherheit. Nein. Irgendwann. Eines Tages. So, diesmal nicht so weit runterspringen. Ja, richtig. Ja. Sei bloß vorsichtig. Pass auf, ja, pass auf! Oh, damit könnte ich zurück. Können wir nur zurück, ja. So. Ganz vorsichtig. Er ist ein schneller Schwimmer, muss man sagen. Mhm. Oh, was ist da drüben? Hat er gut gemacht. Ist er da oben? Ein Dschungel. Nein. Es ist Zelda 2. Was ist eine dunkle Klippe? Ich wünschte, ich hätte ein Schwert. Ich habe das Gefühl, ich komme auch ohne ganz gut zurecht. Wollen wir hier direkt runter graben? Oh, da können wir graben, oder? Ja? Nice. Wenn wir schon graben können, müssen wir es nutzen. Wenn wir schon eine Schaufel dabei haben. Oh, die Feen! Eine Fee! Feen, oh, unser Leben wurde erhöht oder so. Geheilt. Oh, du musst geheilt. Oh, was?
Yo. Oh, vielleicht wenn wir übertreiben, gibt's auch ein Ende. Ja. Ich will mal schauen, was rechts ist. Wollen wir es übertreiben oder weiter nach rechts gehen? Wir übertreiben es. Ja, übertreiben. Okay. Was ist das für eine Frage? Sag mal, hast du noch nie Koks genommen, oder? Nee, hab ich wirklich nicht. Ich hab's auch schon mal übertrieben. Jetzt zum Beispiel. Ja. Oh no. Ja, oh no. Dieser Fan konnte wirklich gut heilen. Tatsächlich werden die Organe von Schrödingers Bruder so gut geheilt, dass sie unglaublich stark waren und das Vierfache ihrer Größe erreichten, bis sein Körper wie ein Ballon platzte. Danach konnten sie ihn jedoch nicht mehr heilen. Gott, ich wünsche, der Text wäre eine Spur schneller. Overheal. Was nicht Overkill, das ist Overheal. So. Overheal ist auch ein Problem. Dann schauen wir direkt ohne... Bruder? Dann schauen wir jetzt direkt ohne Ausrüstung runter. Das Gehirn von Schrödinger überlebte den Feenvorfall und wurde in einem Hund verpflanzt und so begann ein neues Abenteuer. Wir sind von einer... Warte mal, wir sind der Schrödingers Hund. Oh nein, wie heißt der Hund? Hat das Gehirn einer Katze. Der Hund ist der Bruder einer Katze. Ach stimmt, sowas. Oh. Warte mal. Ich überlege gerade. Genau, wenn wir die eine Schatz erreichen wollen, die erreichen auch von... erreichen wir von hier aus. Ja, genau. Warte, muss ich... Nein, rechts entscheide ich dafür. Er ist sehr aufgeregt. Wir haben den Shortcut ja freigelegt. Ja. Oh, der ist so hilfreich, der Shortcut. Ja, hier ist richtig. Oh ja. Das ist der ist nicht aktiviert. Oh, hier kann man auch noch schaufeln. Der ist nicht aktiviert. Also. Warum das denn? Wofür ist das da? Aber wir können viel Schuhe springen. Ja, wir kommen auch so rüber, aber es ist trotzdem ein bisschen anstrengend. Warum ist das so seltsam? Warum komme ich da hoch? Und das hier ist jetzt auch weg, das muss eine ziemlich lange Quest sein. Und man sprengt die Steine, man geht da rüber, das muss alles jetzt Angelroute. Oh. Angelroute. Okay, das ist cool. Es wird geangelt. Oh. Yeah. Nachdem er diese Angel aufgehoben hatte, verspürte Beethoven den Drang, angeln zu gehen. Die Minuten wurden zu Stunden, zu Jahren und die Jahre zu einer toten Prinzessin, die niemals gerettet wurde. Nein, Fully! Nein! Beethoven! Die Prinzessin, wir hatten sie von Anfang an im Kopf, aber... Ich habe immer wieder an sie gedacht und sie ist tot. Ausgerechnet das Angel-Sub-Gameplay hat sie zum Tod der Prinzessin geführt. Am selben Tag. Beethoven änderte sich jedes Mal die anderen Tage mit seinem Vater, als er die Piranha zum Abendessen hätte. Keine Zeit für Melancholie, lass uns einen Abend nach einem Abenteuer suchen. Aber jetzt bin ich wieder ein normaler Mensch. Warum sind wir jetzt Beethoven? Weil der Hund ist einfach ein Typ und heißt jetzt Beethoven. Ein Hund namens Beethoven. Ja. Ja, das kennen wir, aber warum sind wir jetzt ein Typ, der so heißt? Und kein Hund mehr. Das ist eine gute Frage. Das Gehirn wurde aus dem Hund heraus wieder in einen Menschen gepflanzt. Ich hole jetzt die Schaufel und dann das Lava-Ornament. Ich habe das Gehirn in den Roboter gepflanzt. Ich meine natürlich Lava-Schmuckstück. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ja. Denn da war noch ein Weg, den wir aufmachen. Das war nämlich das Problem im letzten Mal, dass wir Dinge so schnell aus den Augen verloren haben. Ja, und deswegen kamen wir nie wirklich voran. Doch, wir kamen voran. Ich finde, wir sollten den Helden den Namen Fully geben langsam. Ich will sehen, wie Fully stirbt. Wow, Maeve. Wow. Ich will natürlich sehen, wie dein Abenteuer verläuft. Wow, Maeve. Mal schauen, wie das Abenteuer des Fully ablaufen wird. Fulltime Abenteuer. Fulltime Explorer. Es sind Fully und Maeve. Oh ja, yeah, die Fulltime Explorers. Ja, die Fulltime Explorers. Fulltime Explorers. Na, ich hab sie übernommen. Off plane. So, wir mussten ja links entlang fürs Lava-Ding ziehen. Was okay, ich frage, wofür kann ich den Stein fallen lassen? Ernsthaft? Ja, damit du, falls du Ausrüstung hast, hoch kannst, wahrscheinlich. Hm. Ach so, aber, ja. Aber, was ich mich frage, wenn du da unten bist und dann rechts bist, ja? Das ist so ein kleiner Teil, den man wegrahmen kann. Waren wir da jemals oben? Also jetzt rechts. Was? Ah, komm nicht weg. Oh. Okay. Da direkt oben. Über von da kamen wir. Da waren wir. Da kommen wir doch immer runter. Da fällt man immer direkt ganz nach unten, weil das Ding nicht offen ist. Ja gut, ich war mir nicht mehr sicher. Nee, Fully, es ist keine Entschuldigung. So, hier runter, genau. Das ist fucking uncool. Dann, oh, das ist ein Hinweis. Ein Hinweis, sehr gut. Meine Abenteuer verlaufen gut. Sehr schön. Ist das eine Ruhe? Nee. Doch, das ist eine. Das ist eine, oder? Oh. Läufst du gerade, oder ist das eine... Ich laufe, Johnny. Was ist das? Eine große Flasche.
Achso, ich dachte, es wäre ein Käfig. Ist ein Käfig. Achso, oh. Es sieht aus wie eine Flasche ein bisschen. Irgendwie auch. Vielleicht ist es beides. Das ist Metroid. Ist das Ripley? Ja. Oh nein. Die Probe von außerirdischen symbiotischen Parasiten gelangte schnell in den Körper von Fully und verwandelte sich in einen schwarzen Anzug. Es ist Fully fand das so cool und rannte schnell nach, schnell nach Hause, um sich im Spiegel zu sehen. Das ist so in Character. Nein. Magen-Darm-Parasiten. Was? Nein. Ich bin sehr froh, dass wir ihn Fully genannt haben vorher. Ich bin Sasuke. Gute Intuition, Mel. Fully erwartete, dass er mit diesem Anzug irgendwelche Superkräfte erlangen würde. Und das Einzige, was er bekam, war schwerer Alien-Durchfall. Zumindest hat der Anzug seine Größe. Ich hätte auch schon mal schweren Alien-Durchfall. Würde ich niemandem empfehlen. Du hast immer Durchfall. Was soll das denn jetzt? Wollen wir mal den König anflirten? Können wir versuchen. Ach, ich will mir eine Königin. Also Fullywood-Königin. Ah ja. Tut mir leid, Fully. Ich meine, Königin zu sein ist auch gut. Mr. Hugs. Oh. Das war eine Wache. Fully sprang in die Arme der Wache. Oh nein. Landet aber auf den Speer. Die Wache bewegte sich ein Zentimeter, als das Herz von Fully aufgespießt wurde. Wie professionell. Au. Oh, wie toll. Au. Ja, gut, ne? Oh Gott. Vielleicht war unser Fehler, dass wir zu wenig mit Mr. Hugs gemacht haben. Du hast den Speer im Herzen. Ja, oh Gott. Solche kraftvollen Sprungfähigkeiten konnten manchmal lästig sein. Fully korrigierte sein Übereifer und machte sich wieder bereit für das Abenteuer. Der Speer. Warum so voreilig? Hattet ihr einen Speer? Nee. Aber uns gab's doch gar nicht. Muss ich leider aufpassen. Ich meine, das so, ist kann die man damit Narbe vielleicht einen Doppelsprung machen oder so? Mr. Hugs. Ich will ihn jetzt nicht einsetzen, während die Katzen hier in der Gegend sind. Mhm. Ja, das hat und, schon mal so etwas das Gefühl das bei den Katzen. Wieder. Ja. Ja, nein, kein Doppelsprung. So, Herr König. Hallo. Bitte, Fully, eilt euch und bringt meine Tochter zurück. Oh nein. Ui. Fully sprang in die Arme des Königs und gab ihm einen epischen Kuss. Alle im Raum fühlten sich unbehaglich und unsicher, was sie tun sollten. Sie gingen langsam davon, um dem Monarch etwas Privatsphäre zu geben. König der Herzen. Nehmt euch ein Zimmer. Es ist ihnen einfach so unbehaglich, sie gehen ganz langsam. Wollen wir dem Händler noch einen Kuss geben? Ja, natürlich. Das können wir machen. Oh, und dem Felsen vielleicht. Komm, mit dem Felsen. Ja, stimmt. Oh je. Wir spielen Fully, wir müssen alle abknutschen. Jetzt sind wir nur noch Homewrecker. Fully war jetzt die Königin des Reiches, aber das bedeutet nicht, dass er einen guten alten Heldenjob aufgeben konnte. Königin Fullys aus. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Ja, ist noch mehr ein Charakter, ehrlich gesagt. Oh, guck mal, das bist du. Guck mal, da bin ich. Ich bin verewigt. Seid ihr beide da verewigt? Ich glaube nicht. Nein. Doch, ich schon. Ja, ich sag ja die anderen beiden. Fully spielt oft den weiblichen Charakter. Das stimmt. Ich war der erste Königsmörder. Ich hab keinen König ermordet. Ich hab ihm einen dicken Schmatzer gegeben. Ja, ich habe alles mit Liebe gemacht. Was hast du getan? Gewalt genutzt? Und dann habe ich die Monarchie gestürzt. Ja, ich hab so... Na, es war mein Neffe. Streng. Alter Mann! Glaubt ihr, er bekommt einen Herzinfarkt, wenn wenn die Königin auf ihn zukommt und ihm erstmal einen Schmatzer gibt? Oh nein. Königin Fully hörte den Wort des Ältesten zu und begriff schließlich, was sie wirklich bedeuteten. Nein. Es war nicht mehr gefährlich, alleine zu gehen. Oh nein. Sexy Bart. Warum kann man das bei jedem einzelnen Charakter machen und es hat immer eine... Oh, kannst du es bei Monstern machen? Okay. Auch der Älteste war zu heiß für Königin Fully. Gleich nachdem er unseren Helden fallen gelassen hatte, ging er mit dem Ladenbesitzer fort. Königin Fully befand sich wieder alleine in seinem kleinen Haus.
Moment. Seit wann habe ich ein Haus? Moment, heißt es, dass der Ladenbesitzer jetzt nicht mehr da ist? Ja, ich wollte gerade sagen, der Ladenbesitzer. Das ist eine gute Frage. Ich hol erstmal Mr. Hux. Der ist. Der alte Sack ist uns durchgebrannt. Es hat gereicht, um den König um den Finger zu wickeln, aber der alte Mann. Nah. Und wir wussten am Anfang nicht, was wir Envy machen. Dabei mussten wir Fully nur seinen lüsternen Mund geben. Ey, wie werde ich hier dargestellt? Das sind nur spitze Lippen, die Fully hat. Das hat mit Fully nicht viel zu tun, das ist alles Mr. Hux. Nein, das stimmt nicht. Oh, doch. Jetzt gehen wir ein Monster küssen. Oh nein, oh, den Vogel? Geh den Vogel küssen. Wir müssen alles probieren. Ich glaube, wenn ich das mache, dann hebe ich ihn nur auf. Könnt mir Tierliebe vorstellen? Oh. Es geht wirklich. Dieses Springen. Königin Fully sprang auf, um das süße Huhn zu umarmen. Viele weitere kamen, um ihre Liebe zu teilen. Oh, das sind ja einfach jeder nur liebte Hugs. Sich. Ja, das ist das gute Ende. Genieß es, solange es da ist. Ja, yeah, happy end. Oh. Du bist der Hühnerflüsterer. Ein Charmeur der Zoophilie. Mr. Hux kann man so viele Enden freischalten. Ja. Viel wir zu haben viele. Mr. Hux viel zu früh aufgegeben. Wir haben das Potenzial nicht erkannt. Königin Fully war endlich glücklich. Er musste nicht auf Abenteuer gehen. Er hat das gute Ende erreicht. Warum noch etwas versuchen? Das wäre albern. Ja, das wäre albern. Mr. Hux. Mr. Hux. Monster oder Ladenhüter? Oder den Drachen! Oh Gott, ja! Wem wollt ihr einen Schmatzer geben? Das ist unsere Quest. Und den Stein gibt's auch noch. Wir haben so viel vor. Ja, es gibt noch so viel zu küssen und umarmen. Es geht nur um Umarmungen, ja. Wir machen den Drachen. Sie waren gerade in der Nähe. Es geht wirklich. Diese glänzenden Augen, diese winzigen Füße. Diese Scherben waren zu süß, als dass Königin Fully ihn hätte widerstehen können. Leider schaden sie beim Kontakt schwer. Darum war es nicht die beste Idee, sie zu umarmen. Ja. Ich bin gestorben. Allergisch gegen Niedlichkeit. Boah. Das wäre nicht gut. Das ist eine ASDF-Movie-Anspielung. Verstehe ich nicht. Verstehe. Gegensätze ziehen sich an, Jungs. Keine Sorge. Königin Fully verbrachte Wochen im Bett, um sich von der brutalen Allergiereaktion zu erholen. Aber diese Schergen waren so süß, das war es absolut wert. Okay, manchmal sind Dinge einfach wichtig zu tun, auch wenn sie dir schaden. Du willst lieber den Ladenhüter erstmal in Angriff nehmen. Mhm, und danach den Drachen. Oh, ein Hinweis. Ein Hinweis. So. Ich wünschte, Mr. Hux hätten wir in unserem Zimmer oder so, damit ich nicht immer hier hoch muss. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Was macht er hier überhaupt? Das ist das Zimmer der Prinzessin. Das ist halt ein kuscheliger Anzug. Ja, aber es ist nicht das Haus der Prinzessin. Nee, es ist das Schloss. Ach, warte, das ist die Königin. Ja, ich dachte, wir sind. Ja, warum wohnen wir nicht im Schloss? Was soll das? Warum wohnen wir außerhalb des Schlosses? Warum haben wir dieses Haus? Was ein nerviges Haus. Ich hab gar kein Haus. Dieses Haus nervt mich. Maeve hat uns vorhin davon abgeraten, ein Haus zu kaufen. Ja, und jetzt auf einmal habe ich ja eins. Ich beschmutze seinen Rat. Das ist kein Haus, das ist ein Schloss. Und ich würde euch wirklich abraten, ein Schloss zu kaufen. Das ist etwas günstig, aber das hat seinen Grund. Okay, es klappt. Natürlich klappt das. Natürlich klappt's. Oh nein. Eine Umarmung für den Drachen. Dieser Drache brauchte eindeutig etwas Zuneigung und Königin Fullys Umarmung kam zum richtigen Zeitpunkt. Sie wurden sofort zu BFFs, spielten zusammen und aßen jeden Tag. Gewalttätige Helden. Oh. Ja. Dinner für zwei. Als nächstes geben wir dem Ladenhüter einen dicken Schmatzer. Wir sind bereits bei den Top 39%. Wir haben 18 Enden oder. Nee, gar nicht wahr. Wie viele Enden haben wir jetzt geholt? 33. Das Abendessen gestern 33, Abend beim Drachen war fantastisch, aber die Prinzessin war immer noch in Gefahr. Beeil dich, Königin Fully! Königin Fully. Dann haben wir schon 12 Enten hier geholt. Die Prinzessin ist doch gestorben. Oh. Hallo! Mr. Hux? Nein, der Kompass. Warum klingt Mr. Hux so... Ich hab mal bei einem Krog-Laden bestellt, der Mr. Fresh heißt. Ich habe da per Telefon angerufen, als die rangegangen sind,
Da habe ich irgendwie nichts richtig verstanden und meine Schwester hat einfach nur gehört, wie ich telefoniere und dann so sag, Mr. Fresh? Als wäre es eine Person. Ich wollte wissen, ob ich da beim richtigen Laden war oder etwas. Mr. Fresh? Was zeigt der Kompass an? Mr. Hux? Norden. Ich glaube, kann es sein, dass der Kompass vielleicht Hinweise anzeigt? Ja, yeah, wahrscheinlich. Wir werden später im Kompass folgen. Erstmal gehen wir zu unserem Ladenschatz. Vielleicht verkauft er dann ja endlich mal was. Wofür sieht er bei dir ein, Fuli? Ehrlich gesagt, ist er einfach ein Versager. Ich möchte nicht wirklich. Aber eigentlich hat er gesagt, dass er weggegangen ist mit den Ältesten. Aber der Älteste ist auch wieder hier. Der Älteste ist ja auch wieder hier. Das war nur eine Affäre. War nur ein wilder Trick. Die Timeline ist ein bisschen schwer zusammenzufassen. Es war nur ein Seitensprung. Das ist wie bei den Simpsons. Tipps für den erfolgreichen Seitensprung. Königin Fully betrat den Laden mit einem verstörenden Blick und sprang über den Tisch auf den Ladeninhaber. Er packte seine Nacken, bis es knackte. Dann gründete er eine gratis Umarmungsshop, damit er seine komplexen Gefühle mit allen Kunden teilen konnte. Und da ist der alte Mann wieder. Er wollte nach seinem Mann. Aber habt ihr gesehen, dass im Laden was runtergefallen ist oder so? Da ist was runtergefallen. Wollen wir also jetzt zum Laden schauen oder wollen wir den Felsen umarmen? Wir sollten den Laden dann vielleicht nochmal angucken, bevor wir es vergessen. Königin Fully hat es satt, alle zu umarmen und beschloss, sein Leben zu verändern. Zeit für ein neues Abenteuer. Fully hat gerade wirklich keinen Bock mehr, den Stein zu machen. Ist ja gut, wir machen schon was anderes. Sie hören zu. Soll das? So. Warte, was ist gerade passiert? Ich war kurz abgelenkt. Königin Fully wird... Königin Fully hat den Laden übernommen und gratis Umarmungen für alle verteilt, die reinkamen. Aber du bekommst keine. Und hey, hast du zugehört. Was soll das? Gratis Umarmungen. Oh, die gibt's jetzt immer noch. Warte, du bist ausverkauft, okay. Aber es gibt doch Umarmungen. Ich möchte jetzt das haben, wofür wir hier sind. Wie kommen wir eigentlich da unten? Ich dachte, die sind im Angebot. Und wie muss man diese Brücke hochziehen können? Ja, das frage ich mich auch schon länger, wie das gehen soll. Vermutlich fragst du dich das so lange wir diese Brücke schon. Aber eigentlich ganz gut, dass wir den Kompass jetzt haben, falls wir mal keine Leute umarmen können. Wir werden jetzt noch den Stein umarmen und dann folgen wir dem Kompass. Okay. So kann den man Kompass jetzt unseres bleiben. Herzens? Kompass yes. Deines Herzens, aber also, ja. Fully, den Kompass deines Herzens wäre so mehr als ausführlich gefolgt. Nein, ihr habt mich zu Dingen gedrängt und gezwungen. Ich finde das ausführlich. Okay. Du wurdest ein bisschen zwischen die Königin geworden. Ja. Inzwischen, das war ziemlich schnell. Ich habe Stand und Status. Und was habt ihr? Ich Fully ist wortwörtlich jetzt der Adel. Johnny, ich bin manchmal in dieser Welt geboren. Kann ich nichts gegen sagen. Das war unfair. Naja, ich liegt tot in der Höhle. Jederzeit zu Johnny. Ich wollte gerade sagen, ich lieg verbrannt in der Höhle. Ja, du liegst da wirklich noch da. Das ist lustig daran. Man kann dich jederzeit besuchen gehen. Oh, okay. Ui, natürlich. Königin Fully umarmte Felsblock so fest er konnte. Felsblock war erfreut. Felsblock und Königin Fully lebten glücklich zusammen. Bis Königin Fully an Altersschwäche starb. Nein, Fully! Felsblock weinte eine Ewigkeit, bis er vom Wind erodiert wurde. Oh mein Gott, der Weg ist frei. Wie viele Jahre sind vergangen? Der Weg ist frei? Meinst du? Ja, da rechts. Der Stein ist weg. Alter. 14 Jahre! Das war sowieso nicht mehr. Du hast nicht mehr so viele Jahre vor dir. Okay, jetzt ist Maeve dran. Oder ich. Aus der Liebe von Fully und Fels wurde ein neuer Held geboren. Das ist Johnny. Oh, Rocky! Oh mein Gott! Du müsst als Rocky weitermachen, glaube ich. Dafür haben wir uns geschunden. Dafür sind wir hier. Ich mag's, dass er auch einfach nur rollt. Ja. Ja. Aber seht ihr, ich habe wenigstens glücklich bis an mein Lebensende gelebt. Der kommt dann nicht du hast das Leben gelebt, würde ich sagen. Du warst auf der Suche nach der Liebe und du hast sie gefunden. Ja. Rocky. Und du hast dem Felsen Leben geschenkt. Glaubt ihr, manche Leute würden es hassen, ihn so rollen zu sehen? Ich meine, es war innig und wieso? Wieso sagst du sowas? Er hat sich verstanden. Ja. Ich versteh's wirklich nicht. Ich dachte kurz zuerst, ist das eine Sache, bei der sich Leute beschwert haben, weil der Morphball aussah? Dann dachte ich mir, oh nein, ich denke, viel zu kompliziert. Aber wie meintest du's? Der Stein ist noch da.
Es ist dieses, they see me rolling, they Hayden. Oh, ich dachte, es geht um Rock'n'Roll. Kannst du oben rein, rechts? Eine seltsame Anspielung. Ja, da könnte ich rein, wenn ich... Das und das sag ich. Okay, wir müssen das Schwert skippen und dahin. Schauen wir nochmal nach unten. They see me rolling. They hating. Oh, da links ist eine, die Scheiße, wollte ich auch noch mitnehmen. Rolling, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Kann jemand Johnny muten? Ich mag das Wort riding dirty irgendwie. Riding dirty ist irgendwie... Wenn man das so ausspricht, das klingt wie ein Wort. Als Kind habe ich es nie verstanden. Also, run the day. Oh, das ist das Grab der Developer. Ja, da waren Hinweise. Wir müssen sie wirklich alle töten. Alle Wir haben 2 von 5 schon. Es war doch nicht so vorsinnflutlich hineingeworfen ins Spiel. Die Entwicklerhöhle. Es gab einen Plan. Der Ruheplatz. Oh, da ist ein Hinweis. Da ist ein Hinweis. Oh, seht ihr, die Tür da rechts ist die, bei der ich dachte, dass, beziehungsweise wo ich glaube, der eine rote Stein, den wir gefunden haben, dass der dafür ist. Das ja, könnte damit sein. Eigentlich, ja. Und, ja. Oh, ich wollte... Aber wir sind doch nur ein Stein. Ich wollte genau das verhindern. Genau das würde auch gar nicht passieren. Ja, wir sind da gar nicht nach unten. Hier, jetzt nicht das Schwert mitnehmen. Warte, was, wenn das Huhn unseren Fall fängt? Ist es möglich, mit dem Huhn hier lang zu laufen? Auf jeden Fall, ja. Ich finde schön, dass er genauso aussagt und sagt... Aber das ist der falsche Weg, oder? Oh, nein. Nein, Moment, wir können da oben entlang springen, alles gut. Wir können hochspringen. Alles unter Nicht, wenn wir einen Stein Wir können die Schatztruhe doch sowieso mitnehmen. Das Skelettangel. Wir waren mal hier. Ich war hier. Schrödinger, Moment, die Schatztruhe hatten wir schon mal. Geangelt. Ach stimmt, Schrödinger war der Angler, ne? Ja. Die Schatztruhe haben wir ja geholt, da war die Angel drin. Ja. Genau. Vielleicht können wir die Angel auch woanders auswerfen. Vielleicht. Ich weiß gar nicht wo. Dann haben wir einen angelnden Stein. Hier ist Wasser. Lava fleucht. Moment, nach rechts will ich, oder? Mhm. Ja. Wir waren irgendwo auch, wo war nochmal die Feenquelle? Oh, war die nicht, wenn wir hier weiter nach rechts gehen? Ja, also, die war wenn da du oben. Auch oben bleibst. Ja. Oh, oh. Oh Gott. Die war wo kann ich jetzt hinspringen, wenn ich höher springen kann? Ich hab's wieder vergessen, wo wollten wir hin? Rechts ja, hier oder? Klettern. Ja. Ich hab's auch vergessen, wo das ist. Aber hier, da kannst du hochspringen, oder? Nein, ich kann nicht aus dem Wasser springen. Aber du, doch, du bist eben, aber fast drin gewesen, ne? Hier war die Feenquelle. Egal, wir können hier noch was machen. Aber wo war denn das, wo wir gerade hin wollten? Mhm. Können wir das so schnell wieder vergessen? Wo wollt ihr denn hin? Weiß das ich nicht mehr! Hä, ich war gar nicht dabei, habe ich gefühlt. Wir wollten ohne das Schwert, du warst dabei. Wir wollten ohne Schwert nochmal dahin, weil wir nicht hoch genug springen konnten. Das haben wir vergessen, wo das war. Ja. Wirklich? Oh je. Hey! Hey! Das war dumm. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Oh, oh das Gott. Das ist ein Puzzle. Nur Wartungspersonal. Ich bin Wartungspersonal. Das ist irgendwie... Okay. Das sieht aus wie so Brückenteile, die... Ah, ja, ja. Oh. Wie seltsam. Okay. Oh, das ist ziemlich cool. Mein Fortschritt ist Fortschritt. Ich wünschte, ich könnte ihn da oben killen. Ich habe kein Schwert bei mir. Du hast kein Schwert. Wie sieht das aus, wenn Rocky ein Schwert hat? Die dunkle Festung. Ist das eine Toilette? Oh. Oh. Wo sind wir hier? Nein! Nein! Oh, egal, oh yes! Weiß. Vielleicht kann ich auch da rechts noch hinspringen. Vermutlich. Ja. Wenn man nicht so schnell ist. Yeah! Nein! Oh, da ist ein Developer. Auf der anderen Seite? Oh, ja. Okay. Auf der anderen Seite ist noch ein Aber wir haben kein Schwert, wir können ihn nicht töten. Man muss hier wir müssen einfach nur darüber. Okay. Aber wie? Ja, wir brauchen Schwert. Wir können ihn nicht töten, das Problem. Aber wir können hier eh nicht hin. Ich habe das Gefühl, für die dunkle Festung hätte ich ja ein Schwert. Ich kann auch nicht nach rechts. Oh, mit dem Grappling-Hook kommen wir da hoch. Wo hoch? Na, ah, da. Stimmt, mit dem Grappling-Hook kommen wir hoch, ja. Hier ist ja jetzt Holz. Aber an den kommen wir jetzt nicht ran. Ich finde auf jeden Fall noch was anderes. Gehen wir mal nach rechts. Jetzt ist Hollow Knight rechts, irgendwie. Da waren wir noch nicht, genau. Geht immer noch weiter nach rechts. Gesagt. Der dunkle Lord, Rocky der war doch auch überleben. Noch irgendwo. Bitte nicht versucht, die Prozesse zu retten, wenn ich weg bin, der dunkle Lord. mit dem dunklen Lord habe ich gerade erwähnt. Ich glaube, das ist ein Bosskampf. Ich brauche ein Schwert. Ich glaube, das ist jetzt der Bosskampf. Zelda 2. Oh. Findet ihr nicht, dass der Schimmer vom Stein so aussieht, als hätte er ein Gesicht und ein Bart? Ja, so ein Zwerg, ne?
Ja. Oh ja, jetzt. So eine Knollennase ohne Augen. Ja, ihr schaut immer nach links und nach rechts. Stimmt, ja. Ironischerweise, wenn ich nach rechts rolle, schaut er nach links, wenn ich nach links rolle, nach rechts. Ja. Das nenne ich Ironie. Oh. Mir sieht es aus, als wären wir einfach so ein dicker Zwerg. Oh nein! Oh. Der 1-Tonnen-Armboss. Oh, das ist Mario Land 4. Oh ja. Rocky konnte ja versuchen, nicht widerstehen, diesen sexy Armboss in seinem Inventar aufzunehmen. Und der fiel direkt in den berüchtigten Armboss auf. Oh nein, er überlebte den Sturz einige Sekunden, bis der Armboss seinen abenteuerlichen Schädel in abenteuerliche winzige Stücke zerschmetterte. Oh, abenteuerlich. Briefbeschwerer. Boah, ich hätte gern einen Armboss als Briefbeschwerer. Ja, aber wir sind immer noch Rocky. Ich meine, er funktioniert. Generell einen Briefbeschwerer. Wozu braucht man Briefbeschwerer? Ich bin nicht immer der Briefbeschwerer. Ich beschwere mich viel, wenn Briefe ankommen. Ich frag mich halt tatsächlich, weil die wehen halt weg. Hey, ist das der Sinn dahinter? Fully. Klar ist das der Sinn dahinter. Aber wer hat denn so viele Briefe? Es fühlt sich ziemlich real an. Fully war sich nicht sicher, aber er beschloss, wir eine Weile von Amboss entfernt zu halten für den Fall. Warum bin ich wieder da? Du bist Amboss. Das ist nicht Johnny. Fully. Das ist der Joni. Joni. Hey, ich meine Joni Ambossoni. Ich bin nicht Joni, würdest du gern Monster töten? Ich hab Köpfchen. Tanz ja, im Köpfchen, nein. Tanz. Ja, wir gehen zu dunklen Good Lord. Ja. Das ganze Problem, Joni, ist, dass du keinen Kopf hast. Amboss. Nein, das kann ich ja nicht entlang. Kann ich vielleicht die Leiter da hochklettern? Das wäre cool. Nee, also kann man es natürlich nicht. Nee. Schade, dass man nicht so eine Shortcuts freischaltet, weil das Spiel hat sehr viel Potenzial dafür. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Wir haben ja schon theoretisch schon. Oh mein Gott, was? Wie kamen wir darauf noch nicht? Bitte hör auf, diese Scheune für schmutzige Geschäfte zu nutzen. Wir lagern unser Essen an diesem Ort, weißt du? Die Wache. Oh, erstens, ich habe keine schmutzigen Geschäfte. Das höre ich zum ersten Mal. Oh, jemand hat das alles kaputt. Zweitens warte ich auf das Futter, seit die das erwähnt haben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das heißen soll. Oh. Und jetzt werden alle verhungern. Nachdem alle Lebensmittel im Lager verdorben waren, verhungerten alle im Königreich. Dafür bin ich hier. Andererseits hat Joni in einem der Töpfe einen tollen Hut gefunden. Gott. War es das wert? Ich glaube ja. Ja, das ist ein ziemlich cooler Hut. Muss man fairerweise sagen. Das ist mein Hut. 9 Monate später, jetzt wurden wieder alle neu bevölkert. Oh. Joni wacht mit einem verstörenden Lächeln und seinem Lieblingshut neben seinem Bett auf. Lass uns auch ein Abenteuer suchen. Warum bin ich der eine von uns, der tatsächlich einen Hut hat? Johnny, du bist gestört. Den ich manchmal in Streams trage. Okay, Schwert mit dem auf zum König, zum Bösewicht. Okay. Dafür mussten wir den Brunnen runter. Und wir mussten eine Hungersnot auslösen. Was übrigens sehr cool wäre, wenn das Schwert der Legende irgendwelche Upgrades im Laufe der Story bekommen hätte und das dann immer genau so auch reflektiert werden würde, wenn man das neu haben. Nee, das wäre lame. Okay. Das finde ich auch nicht gut. Okay. Dann nicht. Ich frag mich, ob man da in diesen Teil des Berges, den man rausgesprengt hat, irgendwie nochmal reinkommt. Man kann doch das Gras schneiden. Ja, was ist hier mit dem Gras? Warum haben wir das noch nie schon gemacht? Immer wegmachen, ja. Ja, wir haben das nie getan. Aber wir haben auch lange das Schwert einfach nicht mitgenommen. Ja, das stimmt. Ich meine, man triggert halt immer einfach ein Ending mit dem Schwert. Das Schwert ist mächtig. Ja. Ach, so mächtig wie Mr. Hugs. Ich würde aber sagen, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Naja, Mr. Hugs ist die Feder quasi. Ja, sag ich doch. Dementsprechend muss ich sagen, ja, ich stimme zu. Oh, das ist so ein schicker Hut. Wo hast du den denn her, Johnny? Hat den Hommel deine Mama gemacht, oder was? Den habe ich in einem der Säcke in dem Vorratslager des Königreichs gefunden. Klingelt das die ganze Zeit, wenn du springst? Kling, 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 kling. Ja. What? Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, manchmal kurz im Moment. Mögi war der Weihnachtsmann. War nicht Schrödinger der Weihnachtsmann? Nee, gar nicht wahr. Mögi Junior war der Weihnachtsmann. Von dem Hut? Oh, wir müssen auch auf jeden Fall dann noch später den Grappling Hook mitnehmen. Oder wie haben sie es genannt? Den
ich weiß nicht mehr, es war ein seltsamer Begriff. Ja. Ganz einfach nach rechts. Nein! Gehen. Oh, wir hätten zu den Devs gehen können. Wir hätten den Grappling Hook mitnehmen müssen. Oh, nein, wir können auch nicht zu den Devs. Aber dann hast du trotzdem keine Waffe. Aber wir können trotzdem hier lang. Oh, oh. Okay. Ich versuche mal nach oben zu fahren. Mhm. Also ja, ganz rechts nach oben. Auch. Mit dem Greifhaken oder kommen so. Wir auf jeden Fall weiter. Warum ist ein Knopf? Okay, ah, gute Arbeit. Oh. Okay. Oh, oh. Da ist ein Monster drauf. Ich bin vorbereitet. Oh, oh nein. Ich hab ein Glöckchen. Ach, Morgi. Scheiße. Oh nein! Das spiegelt mich nicht wieder. Ja, das stimmt. Nicht so schwach, wenn sie alle auf einmal kommen, oder? Juni war zahlenmäßig unterlegen, besiegt und wurde schließlich als Spielball verwendet. Ah, okay. Ach, dann wären wahrscheinlich unendlich viele gekommen. Ja, ich glaube, ich hätte auf die Spawner draufspringen müssen oder so. Morgi wollte uns nur die Zeit verkürzen und ist direkt am dritten gestorben. Das kann natürlich sein. Ich meine, es war ein Ending. Ending ist immer gut. Ja. Nach monatelanger Folter war Juni nach Hause geflohen. Aber die Folgen waren hart für ihn. Oh, das war's. Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh, so entstehen die also. Monster. Das war deren Schicksal. Oh. Alles wow. Dorfbewohner und Menschen, die verprügelt wurden. Ja, boah, die Revenger Lore. Monatelang gefoltert. So wie Junge, Sonic in so Sonic Forces. So deep wie dieser Brunnen. Man ist übrigens super stark, wenn man einfach angespammt. Ja, ja. Können wir noch irgendwie... Hey! Guck mal. Hol dir den Greifhaken und geh mal da hoch und mach da oben das auch weg. Was wegmachen? Schwert. Ja, dieses Buschzeug Johnny oder... Johnny möchte einfach nur Umwelt zerstören. Ich weiß halt nicht genau, was es ist. Ich finde das nicht okay, was du machen willst. Von da ging es ja, ne? Ja, wir sind hier nur nach rechts entlang. Ist euch das bewusst? Das stimmt, wir waren da nie weitergelaufen. Und für den Hinweis können wir... Gehen wir nach links für den Hinweis vielleicht? Weißt du was? Nein, wir gehen jetzt in den Brunnen, wir machen jetzt nein, das, wofür wir hier... Nein, ich wollte das da kaputt machen. Ja. Entspann dich, Jonas. Ja, wir haben das jetzt extra gemacht. Und er geht einfach weg. Alles cool, beruhig alles cool. Beruhig dich. Dein Blutdruck. Ich wurde kurz wirklich, wirklich traurig. Das kenne ich. Was war da rechts eigentlich? Kommt man da hoch über dem Felsen? Ah, da konnten wir... Oh ja, ich glaube ja, dafür müssen wir aber ohne Item auch hin. Ich würde sagen, als nächstes... Wenn wir das hier so weit hinter uns haben, dann... Oh, wir können doch versuchen, eine Fee zu töten. Oh. Geht auch. Haben wir die Schaufel? Wir können auch eine Fee umarmen. Nein, wir haben die Schaufel nicht. Oh, wir brauchten... Ja, stimmt, für die Fee brauchen wir die Schaufel. Aber wir können die Wellerpalmer noch töten. Mhm. Oh, yeah, yeah. Ich glaube, es waren sogar zwei in dem Raum. Jetzt gehen wir ihn auch umbringen. Yeah. Wir können ihn töten. Weg. Sehr gut. Weg. Oh, oh. Das war jemand schlecht. Wir müssen die Brücke erst nach unten lassen. Da können wir auch noch graben. Das haben wir auch noch nie gemacht, oder? Doch, da sind die Feen. Ach so. Meine ich, oder? Ja, stimmt. Kann sein. Ja, ich hoffe, ich vertue mich gerade nicht. So. Ja, ja, nein. Da unten, nach unten graben, das waren die Feen. Okay. So. Zack. Oh, ich hätte... Ah, das war dumm. Wieder hoch, kann ja. Gar nicht. Mhm. Ja. Mein Fehler. Kann passieren. Ich schwimme mal eben rüber. Ach ja. So. Das war nein. Wirklich, ja. Ich dachte, ich muss da schon nach oben greifen. Du machst das schon. Mein Fehler. Du machst das gut. Sei bloß vorsichtig. Nicht locker lassen. Immer weiter hangeln. Jetzt bin ich dran. Johnny hat kräftige Oberarme, der schafft das. Yeah. Ey. Außerdem bin ich ein Monster, sei vorsichtig. Jetzt perfekte Sprünge machen? Sei bloß ich meine, vorsichtig. Nicht unbedingt perfekt, aber sollten das halbwegs ist, richtig das sein. Das war ziemlich einfach tatsächlich. Oh, ha. Ja. Das ist weg vom PC und ran ans Tageslicht. Hi, ich bin Alberto, der Schöpfer dieser Welt. Ich bin seit einigen Monaten dieses Spiel gefangen. Bitte zeig mir den Ausweg. Oh, er wollte tatsächlich raus. Spectre-Palette. Okay. Praktikantenzimmer. Oh, oh. Meint ihr, es gibt irgendeine Palette, die tatsächlich cool ist? Nein. Nein. Oh, die ist in Ordnung. Ist okay. Ist okay. Ja. Frag mich, ob ich mit dem Fernseher noch was machen kann. Das ist ein PC. Das ist eine Gameboy-Color-Palette. Nicht das gefällt mir sogar fast so? Ein bisschen. Ja, mir auch. Was? Vor allem zu der Musik. Die Palette gefällt Mugi. Oh,
Oh, es ist irgendwie so Castlevania auf dem Game Boy Color oder so. Ja, stimmt. Zelda ist eine Game Boy Color Palette. Ja, weiß ich. Ja, ich bin ganz stolz auf dich, dass du das rausgefunden hast. Ja, ich habe das gesagt. Was war so, da? Ich würde aber fast sagen, ich gehe mal eben nach unten, wenn wir schon hier so einen Greifhaken haben. Okay. Ja. Ah. Oh, was? Oh Gott. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Man kann eigentlich wirklich nicht viel falsch machen. Wollen wir nach rechts oder hier in der Mitte runter? Selten gesehen, wie jemand... Wir können in die Mitte runter. Ups. Klack. Der Panikraum. Oh. Da ist ein großer roter Schalter. Lies das für den Schalter. Ich will ihn drücken. Wenn ich die erste Nuki wieder loslassen. Ich muss diesen ganzen Selbstzerstörungsmechanismus zur Festung hinzufügen, um meinen Schurkengrad zu erreichen. Ist nicht sehr hilfreich, einen großen roten Knopf zu haben, der dann zu Hause in Luft jagt. Bitte komm nicht näher, der dunkle Lord. Voldemort. Okay. Das ist so eine Falle, wir werden doch selber explodieren. Interessant ist, dass wir jetzt auch wieder gehen könnten. Roten Knopf drücken oder nicht? Erstmal oben gucken. Meinst du, es gibt ein Ending, wenn wir einfach gehen? Nein. Scheinbar nicht. Aber wir können auch nicht mehr zurück. Oh, okay. Nein. Dann machen wir das später. Also müssen wir mit Crippling hier vorbei. Johnny lebt einen weiteren Tag. Ja. Das ist das Leben für einen weiteren Tag. Ich glaube nicht, dass du einen weiteren Tag überlebst. Doch, doch. Sogar ein paar Jahre. Das ist kein so langer Tag. Der Tag geht nicht mehr lange. Schergen Hauptquartier. Hey Jungs, ich bin zu Hause. Ich bin auch ein Scherge, habe ich gehört. Oh, da ist noch so eine Tür. Aha. Vielleicht hängt die auch mit dem... Mit dem Developer-Grab zusammen, weil es ja gegenüber davon. Kann auch sein. Das sind Bosskämpfe. Oder auch doch nicht. Der Armbosshof. Ach, klassisch. Das weckt Erinnerungen. Hier ist Johnny geboren. Ja, ich mag, wie er worden. Aussieht, ohne, also mit dem Film. Oh, hier war vorhin der Hinweis. Wir haben es anscheinend geschafft. Stimmt. Das war nicht so schwer zu finden, muss man fairerweise sagen. Ja. Man konnte ja, glaube ich, auch noch nach links gehen und generell. Oh, nein, kann man nicht. Aber rechts geht's trotzdem noch weiter. Oh, hätte man da sterben können? Wäre das ein Ende gemacht? Oh, du kannst durchschneiden. Ach nee, pass auf. Mach's nicht. Mach's nicht, das ist doch das. Bleib bloß vorsichtig. Oh, oben ist ein Schall. Okay. Sag ich doch. Hilfe, ich fühle mich nicht gut. Die Prinzessin ist rechts oder so, ne? Oder was ist das, die Prinzessin? Oh. Ah, da! Oh. Sie sah auf. Ich meine, sie ist schon gestorben. Du hast sie. Nein. Wir haben zu viele Jahre gebraucht. Was? Es war ein tatsächlicher Jumpscare. Scheint, dass die Prinzessin nicht nur von einem schwingenden Armboss bewacht wurde, sondern auch von einer Mimik in ihrer Gestalt. Ach so. Oh. Kleiner Scherge wurde geschnitten, gekaut, verdaut und schließlich in einem heroischen Brei verwandelt. Aber, ich meine, der kleine Scherge ist nicht wirklich. Das war nicht der Sinn der Sache. Wieso sollte sich gegen einen Schergen wehren? Ja. Das ist eine Mimik. An sich sind wir, ja, aber wir auch. Ich meine, also in Dark Souls ist es so, dass sie auf keiner Seite unterwegs stehen. Sie greifen alle an. Der Geist von Juni ist in dem Obdachlosen gefahren, der sein Haus besetzte. Mit diesem neuen stinkenden Körper war er sich sicher, dass er diesmal die wahre Prinzessin bekommen würde. Oh, das ist so in Character für mich. Ja, das ist wirklich Juni. Ja, ist einfach Hugo. So, warte, mein Plan hey, ist, genau. Wir stinken. Für den roten Knopf müssen roten wir nochmal eine Schaufel okay, mitnehmen, hinfahren. Aber... Nee, oder? Nee, brauchen wir nicht. Grappling-Hut nur, ne? In die... Wir gehen zum Grappling-Hut. Oh, wollt ihr jetzt zum roten Knopf? Ich wollte jetzt nach oben schauen und zwar... Nein, oh Gott, nicht runterfallen. Und zwar, ich hätte das Schwert eigentlich mitnehmen können. Ich spiel nichts dagegen. Oh, ach, komm schon. Also zwar da hier oben einfach und dann nach rechts schauen. Ich sage, er kommt hier nicht in den Kurs. Ja, kann man auch machen. Das wollen wir erstmal sehen. Juni ist ein furchtloser Recke. Das sieht aus, ob er eine Oculus auf dem Kopf hat. Ohne Waffe. Haben wir eigentlich den Stein jemals rechts gesprengt? Ich glaube, wir haben ihn mit einem Schwert angegriffen, aber haben wir ihn gesprengt? Gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich glaube nicht, oder? Und hier waren wir auch nicht. Das oh, das, hier, das führt jetzt da rein, wo man auch von da unten hoch kann, bestimmt. Gib mir eine Tau, um deine Gegenstände zu opfern. Oh! Oh, und wir können mit richtig vielen Sachen kommen. Obwohl, wenn man genug Gegenstände geopfert hat. Wir können welche holen gehen. Wir haben noch die Bomben hier und so. Oh Gott. Vielleicht ist sowas wie das Lava-Ding auch mehr wert. Boah, das wäre sehr aufwendig.
Aber wie kann man denn alle, Sachen hierher tragen überhaupt ohne Probleme? Ja, ich weiß nicht. Jetzt nicht mehr, weil durch den... Wir haben ja jetzt den Grappling-Hook abgegeben. Man kann auch ohne Grappling... Naja, dafür muss man nur hochspringen können. Ja, das war, Da oben! Da oben ist der Admire. Mangroberg. Und da ist ein Hinweis. Willst du dich ein Objektiv holen? Vorsicht, du hast nur ein Leben! Ja, ja, deswegen, ich bin vorsichtig. Sehr gut. Johnny, man hat immer nur ein Leben. Was ist los mit dir? Johnny hatte schon ein paar hinter sich. Pulli, du warst auch schon mal lustig. Was ist los mit dir? Okay. Da ist Celeste. Oh, yes. Ich habe Celeste nicht gespielt, aber die Erdbeere nehme ich. Ich hatte sehr wenig Erdbeeren in Celeste. Du erhältst die Erdbeere. Aber ich habe sie auch nicht aktiv gesucht. Man muss Erdbeeren wirklich lieben, um einen Berg dafür zu besteigen. Mhm. Oh Gott, ich hab den Rücken ein Bein gebrochen. Aber diese Erdbeere war es absolut wert. Absolut. Oh, er heißt Hugo. Ach, stimmt, wir sind ja gar nicht mehr Juni. Der hungrige Hugo. Du hast einfach den Namen des Obdachlosen übernommen, den du besetzt hast. Der ist nicht mehr hungrig. Verstehe. Jetzt nicht mehr. Das mein Gehirn ist da schon noch drin. Juni kehrte nie vom Markoberg zurück. Was war los mit diesem Ort? Sein entfernter Cousin beschloss, dorthin zu gehen, um zu sehen, ob er ihn finden konnte. Oh, hallo Lump. Oh, jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr. Der Lump. Das bist nicht mehr du. Ich würde dich wiedererkennen. So ein roten Lump. Knopf wollen wir drücken als nächstes. Der elende Lump. Mhm. Dann brauchen wir den Grappling Hook. Wir können Mr. Hux, die Schaufel. Was können wir denn Was können wir denn also da wegen, alles abgeben? Wegen dem Abfahren meinst du? Wollen wir eigentlich die Palette wieder zurückstellen? Wir haben nicht viel. Ja. Man hat das Gefühl, man erlebt das Spiel nicht mehr so, wie es gedacht ist irgendwie. Ja. Aber eigentlich ist es genau dieselbe Anzahl Pixel und alles. Das war nur ein bisschen höherer Kontrast an sich. Ja. Man hat aber irgendwie das Gefühl, als wären es weniger Pixel als jetzt. Sind es aber nicht. Ich könnte auch schwören, dass einige von diesen, dass die Texturen, nennen wir sie mal, einfarbig waren. Wahnsinn. Ja. Mit Sicherheit. Ja. Ich wünschte, ich hätte einfach das dumme Schwert mitgenommen. Mhm. Ja. Dieses dumme Schwert. Aber der kommt jetzt zurück und dann kannst du dich überspringen. Was ist eigentlich mit dem Hinweis da oben? Oh ja, der ist neu. Ja, stimmt. Guck mal, schnell mal mitnehmen. Warte, ich gerade gefragt, ob wir den noch nie hatten. Du hast bald was mit dem Hinweis da oben. Mach einem. Ach nee, wir haben das Schwert nicht. War eigentlich ganz oben. Ja, ich glaube, ich brauche da das Schwert. Ich glaube, das ist aber auch nur das Schwert. Da war auch noch ein Hinweis. Achso, da. Mhm. Ja, aber da muss man. Man kann hier. Ja, wenn man kein Item hat, kann man hier sonst hoch. Können wir jetzt hoch genug springen? Wir können auch rechts unser Item opfern und dann zurück, oder? Nein, können wir nicht. Stimmt! Ja, aber wollen wir unser Item opfern? Warte, ich will hier gar nicht hin, fällt mir gerade auf. Das ist komplett falsch. Wir wollen den roten Knopf drücken. Nee, ich wollte nur den Hinweis da holen. Aber ja, geht ja, ich meine, ja, das wäre auch gut. Oder wollen wir schauen bei den Felsen? Wir schauen bei den Felsen. Wir haben noch so viele Dinge offen. Wenn wir schon mal hier sind. Moment, da haben dass wir den du niemals diesen Fels sprengen wolltest, Johnny. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es wollte. Oh. Guck mal, der Weg ist frei. Sehr gut. Ich wünschte, das können wir kaputt schneiden. Da ist ein Knopf links. Oh, wir sind jetzt hier ist ein Schalter. Sind wir hier. Mhm. Ah ja. Okay. Hätten wir nicht gebraucht. Das heißt, wenn ich jetzt einmal runterfallen würde, könnte ich nicht mehr so ganz zurück. Du kannst doch links lang, oder? Ja, das geht ja nicht nach oben. Okay, da ist nichts, alles klar. Und dann wieder rum? Nee. Oh, okay. Ah doch, okay, alles gut. Huiuiuiui. Jetzt ist aber wirklich langsam ein bisschen rätselhaft. Teilweise. Zeit für den Schalter. Es fliegt uns jetzt nicht mehr alles so zu. Okay, nice. Oh, nice, eine Brücke. Warte mal. Hey! Die Brücke bringt gar nichts. Was ist das? Was? Nein! Oh, was? Booby Traps. Oh nein. Oh. Dieser Name, Booby Trap. Ja. Ey, ja, mit dem Hund wollten wir hier auch noch runter. Warum hat uns eigentlich eine leere Kiste so angelockt? Busenfallen. Nee, leere Kiste war wieder. Die Kiste ist, wenn wir da reinspringen, er beginnt The Binding of Isaac. Oh, hier oben rechts wolltest du auch schon hin. Oh mein Gott, ich glaube, das wäre wirklich so lustig, wenn dann so ein komplettes Sub-Gameplay einfach Isaac wäre. Ja. So wirklich auch richtig in-depth und mit vielen Verwandlungen und so. Nein, ich fände es eigentlich ziemlich cool, wenn man reinspringt, dann kommt Isaacs Mother. Ja. Isaac and his Mother. So. Used to live in a house on a hill.
Nee, live together in a house on a hill. Ich glaube, es war auch noch small. In a small house on a hill, ja, ja. Du hattest deine Zeit. Wir puzzeln das zusammen, Johnny. Gewöhn dich daran, dass du nicht mehr im Fokus bist. Das ist okay, ich muss nicht im Fokus sein. Das ist kein smalles Haus mehr. Wir sind jetzt hinterher ein großes zu bekommen. Lump wird die Welt retten. Lump! Du hast gute Dienste geleistet, Lump. Offensichtlich wusste Lump nicht, wie man liest. Er sah nur diesen großen Knopf und er drückte darauf. Die Festung brach direkt über ihn zusammen. Schloss die Prinzessin ein, während der dunkle Lord an einem anderen Ort war. Oh, oh nein. Die letzten Worte von Lump waren... Ich meine, Scheiße. Mein erster Tag. Scheiße. Der Lord, dass er nicht da war, wo ist, oder ja, dass er nicht da ist, wissen wir ja. Er ist nie da. Ja, er hat geschrieben, bitte nicht die Prinzessin retten, während ich weg bin. Au. Oh. Der Eldenjob ist heutzutage so beliebt, viele Streamer entscheiden sich für das Abenteuer, auch wenn ihre Anhänger ständig Witze machen und trollen. Es ist ganz einfach, bloß da zu sitzen und zu lachen, während Lump die ganze Arbeit erledigt. Wollen Streamer. Es ist ziemlich unangenehm, dass wir gerade hier... Wir streamen es nicht, deswegen... Wir sind okay. Streamer, wir sitzen hier, lassen ihn die Arbeit machen und lachen. Das war ziemlich, Warte, wo wollten wir hin? Ziemlich treffend. Wir können einiges machen. Wir wollten auch noch graben, wir wollten eine Schaufel mitnehmen und diesen einen Ort in den... da unten... bei dem Wasser weggraben. Huhn! Oh, das Huhn auch. Wir machen das Huhn. Ich weiß jetzt nämlich nicht, welchen Ort du meinst mit dem Graben. Nimm beides mit. Vorsichtshalber. Schon wieder, ist ja gut. Ja, aber das ist doch gut. Dann kriegen wir jedes das langsam mal frei. Jedes Mal kommen die, wenn wir einen getötet haben. Oh. Ja, ich habe ihn getötet. Ja, so nett war er eh nicht. Warum ist das eigentlich auch noch auf Englisch? Das ist wirklich so für dieses... Ja, das ist eigentlich relativ spät, Na. Für das. Na. Für den Kickstarter. Ja, wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Crowdfunding. Stretch Goal? Crowdfunding. Ist das. Nee, ich wollte gerade sagen, ist das Huhn größer geworden? Nein, aber. Nein. Das Huhn hat seine maximale Größe erreicht. Vor allem, ich habe gerade Pfand gesagt und mir so gedacht, das klingt das deutsche Pfand. Crowdfunding. Ja. Nur 25 Cent die Stretch Goals. So, warte, ich kann hier direkt dann rüberspringen. Was ist dein Plan gerade? Was können wir mit dem Vieh überhaupt machen? Ich will zum Brunnen. Ja, dann mal los. Wir können doch nicht einfach so rüber, verdammt, weil der König... Verdammt, wir kamen da gar nicht hin. Ich hätte das Schwert einfach mitnehmen können, aber... Jetzt! Wir werden jetzt die Methode, die wir gelernt haben, ausnutzen. Und zwar einfach von hier aus losflattern. Das schaffen wir nicht. Das haben wir schon versucht. Doch, man kam dann oben bei den Katzen raus. Man landet oben auf dem Dach. Ja, aber man kam dann nicht weiter. Das haben wir versucht. Ach so, man kam nicht aufs große Dach, ne? Yep. Leider. Können wir nicht trotzdem Schwert dabei haben? Wir kommen hier hin. Ah ja. Ja, siehst du? Ach ja. Ja gut, dann nehmen wir das Schwert, wenn nehme ich an. Oder wir gehen hier runter und dann nach links. Geht das nicht auch? Nein, da ist dann wieder das Piranha-Becken. Wir haben die ganze Zeit auch den Kompass ignoriert, weil wir immer noch nicht wissen, was der genau macht, ne? Ja, der wurde zu Hinweisen führen, schätzen. Beim nächsten Mal werden wir bestimmt dem Kompass folgen. Okay. Folgt dem Kompass, Jungs. Wohin zeigt ein Kompass, Johnny? Der moralische Kompass. Dem folge ich nicht. Ich folge einem Kompass. Der unmoralische Kompass. Oh. Ich Johnny, dachte, das heißt der unmoralische Rosten. Kompass hin? Nach Norden. Achso. Willst du etwa sagen, der Norden ist unmoralisch? Nur der magnetische Norden, der geografische ist, der ist cool. Aber was? Hä? Moment. der magnetische Nordpol ist woanders als der geografische Punkt. Echt jetzt? Ich bin gespannt, ob wir ganz unten kommen. Oh, okay. Weil das Magnetfeld sich auch irgendwie, glaube ich, gedreht hat irgendwann mal oder so. Ach so, das Pendel. Oh, da ist der Block. Oh, hier sind wir öfter mal. Das klappt tatsächlich. Das war der ganze Plan. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Oh, doch, die Tür wurde schon von einem. Oh, es gibt noch ein gelbes und. Ich weiß nicht, welche Farbe da noch war. Ja. Gelb. Wir haben das rote und das blaue.
Ja, ich, gelb habe ich ein ja grün, schon gesagt. Grünes gibt's bestimmt. Oh, es geht hier rechts noch weiter. Yes! Es gab zwei. Oh! Yes! Oh, von hier können wir so weit fliegen. Wollen wir nach links fliegen? Was ist das da rechts? Nein, nee, warum willst links, du nach links fliegen? Links ist, glaube ich. Ist da wirklich ja was links? Schwer zu sagen. Wir fliegen einfach los. Flieg! Kann schon sein, dass auf man links. Und davon! Dass man links auch auf etwas raufkommt, was wir vorher noch gar nicht gesehen haben oder so. Oh, die dunkle Klippe. Ich meine, das kann sein. Aber ich meine, im Videospiel oh, macht, man, Schild. Macht man Fortschritt, yeah, indem man nach rechts fliegt. Oder läuft. Oh, da hätten wir landen können. Das erinnert mich an Wario Land 1, wo man mit der Flugfähigkeit das Spiel so glitschen konnte, dass man übers Level hinausfliegt und dann in so einem. Dann war man in so einem Ort, wo man, wenn man rechts rausflog, links wieder reinkam. Und das hat mich als Kind so fasziniert. Das hätte ich konnte man einfach gesehen loopen. Ich besuche den Ladenbesitzer, um unsere Kanonenkugelbestellung abzuholen. Richte die Kanone auf das Königreich, um zu schießen, sobald ich zurück bin. Oh mein Gott, wenn wir die Atombombe dabei hätten. Das, oh des, nein! Des dunklen Lords Befehle. Los geht's. Ich denk mal, wir werden einfach nur da landen und dann. Oh ja. Bisschen enttäuschend. Ja. Yep. Ehrlich gesagt. Hol mir die Atombombe. Und mach dasselbe nochmal. Oh, ich hoffe, ich kann die noch mitnehmen. Wo wir schon mal hier sind. Ja, so viele Sachen haben wir dabei, ne? Hakenklaue war der Begriff. Warte, stopp. Was wollten wir noch mit der. Jetzt, wo wir die haben? Die was haben. Ja, vergiss es, ich weiß nicht mehr genau. Wir waren schon an so vielen Orten, die wir auch absuchen wollten. Oh, da wird es ein bisschen schwierig, den Überblick was zu behalten. Was ist denn jetzt los? Achso, die Gegner sind im Weg. Vorsicht, die Monster blockieren den Weg. Einfach in den Thronsaal reingegangen. Einfach. Nehmen wir mal die Leiche. Wir spielen schon 40 Jahre und die Leiche liegt immer noch da. Wo sind die Pestwegen? Holt eure Klinge Leichen, bringt eure verloren Leichen raus. Oh, ich kann nicht hoch. Ich kann nicht hoch genug springen. Warte mal, wo war die Bombe? Keine Atombombe für wir uns. Wir müssen was opfern gehen. Wo war die nochmal? Ach ja, beim Shop. Ja. Wenn ich was opfern gehe, dann opfern wir alles direkt. Ach so. Ich meine, das können wir auch versuchen. Aber können wir jetzt mal machen. Ja, ist nicht so, als ob wir sonst noch viele Möglichkeiten hätten. Na, oder wir gehen wieder nach unten und lassen uns hochschießen von dem. Also, wo wir eben waren halt. Ey, ich hast du nicht eine Kanone, die uns gesagt Richtung Shop schießt? Doch, die links dann. Ne? Die. Oh, yeah. Die schießt uns zum Shop. Ja, nehmen wir die mit. Wird gemacht. Let's go. Der Aufstieg und der Fall. Solltest du ich glaube, wir können doch nicht machen zur Atombombe hinspringen. Für die muss man aber auch springen. Oh, hallo. Was ist das? Ey, wir müssen nur hoch. Raus aus meinem Laden, du Bastard. Mach eine falsche Bewegung. Was ist das? Was? Weil er uns erschießt mit seiner Waffe. Warum hasst er uns so? Nicht? Weil wir Lump sind? Wahrscheinlich. Ja, wir sind halt aber auch einfach ein Lump. Und wo war die Schatztruhe? Ja, ich weiß ja, nicht. Ja, das ist bei der Falltür in oben. In der Klappe, ne? Ja, ja, da kannst du hin. Kannst du hin. Das zählt nice nicht als falsche Bewegung, okay. Aber wie kommen wir jetzt hier weg? Aber wenn ich wirklich erschießen würde. Nein, der schießt in die Atombombe, ne? Wenn du die Kanone nutzt. Ja. Ich hoffe wirklich, dass sich das auszahlen wird. Gott, wie oft wir hier hätten zurückkommen können. Oh, kannst du dich nicht weiter durchgraben? Ja. Yes. Oh, ein Hinweis. Okay. Ein Hinweis, ein Hinweis. Was? Ein Himbeereis. Ein Himbeereis? Das wird der nicht wird alt, weil es das schon immer war. Oh, ich dachte, es klappt nicht. Das Einzige, was alt wird, sind wir. Oh Junge, pass auf. Oh Junge. Wir können hier auf jeden Fall dann, wenn wir nach oben kommen. Jetzt werden wir sehen, ob der Felsen. Yeah, nein. Oh nein, warte, was? Ich... Okay. Ja, doch, es geht. Okay. Okay, das geht nicht. Nein. Okay, das geht nicht. Aber wir können hier. Nein. Oh mein Gott, das Huhn ist so praktisch. Ich weiß es nicht. Ja, das Huhn ist wirklich praktisch. Ich weiß nicht, ob wir hier. Ich weiß auch nicht, ob wir hier wegkommen werden. Ich weiß nicht, ob wir hier wegkommen. Es gibt den Geysir immer noch. Oh, der Geysir. Yeah. Wenn wir den erreichen, dann können wir wieder raus. Ich hab vergessen, wo wir ansonsten hin wollten, ehrlich gesagt. Ich weiß es noch, wir wollen mit dem mit der Atombombe da wieder zu dieser Kanone shit hin. Das wird ein bisschen oder wir schwer wollen einfach alles opfern. Das klappt okay, nicht. Okay, ist vorbei. Ja. Zipoku. Jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Shit. Wie würden wir es denn machen?
Wir holen zuerst die Kanone, dann... Zuerst die Atombombe und dann der Rest erledigt sich dann quasi von selbst. Ja, stimmt. Wir müssen dann können wir auch zur Kanone hin. Easy gehen. Brauchen wir das Huhn dafür? Okay. Das ist das Letzte, was wir jetzt für heute noch machen werden. Okay. Die Atombombe-Operation. Mhm. Nachher funktioniert sie auch nicht. Ein Finale, würde ich sagen. Eigentlich schon. Und das wird absolut funktionieren. Wir werden das Schloss von uns in die Luft sprengen. Ja, hoffentlich. Das ist... Damit zerstören wir die ganze Geschichte, die wir hier gespielt haben. All das Vermächtnis, all das Blutvergießen. Darauf warte ich tatsächlich schon sehr lange. Grappling Hook! Deswegen. Ups. Das ist echt unangenehm. Ich hab vergessen, dass man den braucht. Und um zurückzukommen... Das ist so ein bisschen der einzige Downer, so ein Spiel, dass man sogar das die Ausrüstung immer wieder besorgen muss, aber gut. Ich meine, haben sie uns das Schwert gegeben, aber ja. Sonst würde die Struktur mit den ganzen Endings, glaube ich, nicht so einfach funktionieren. Dann wäre es ein wirklich, wirklich aufwendiges Projekt. Ja. Weil man ich denke, es ist auch so cool für das, was es ist, aber... Absolut. Ich denke, wenn wir die Atombombe jetzt gemacht haben, haben wir erstmal genug gesehen. Ja, ich befürchte ab jetzt... Ich befürchte ab jetzt heißt das nämlich, dass wir gucken müssen, wo wir also Hinweise suchen müssen mit Kompass und so. Wie kommen wir zurück, wenn die Brücke nicht unten ist? Ganz vorsichtig. Wir brauchen ein Schwert. Mit einer Kanone können wir uns zurückschießen. Ja, es gibt, die Kanone führt uns direkt zum Laden. Stimmt. Ja, stimmt. Das ist wirklich ziemlich kompliziert gerade. Ja, deswegen bin ich auch wirklich, wirklich gespannt, was es bringt. Mein Ending. Das wäre ein großer Payoff, meiner Meinung nach. Was werden wir bekommen? Ein Ending oder ein Ending? Das Ending wird den ganzen Aufwand rechtfertigen. Ganz bestimmt. Hoffentlich. Warte, wo war die Kanone, die uns zurückfeuert? Links. In dem Screen war sie gerade, ja. Oh ja, das war die, genau. Ich dachte, die, da kommen wir dann vor dem Königreich raus. Das ist irgendwie gefunden. Das wäre nicht besonders weit. Ja, Ich habe das Gefühl, dass wir so nicht als, auch so nicht als weit abgefeuert werden. Das war Banjo. Oh Gott, was habe ich losgetreten? Ja, yeah, ich hab's verstanden. Das war eine Banjo-Anspielung. Konnte man das nicht verstehen? Oh Gott, das klappt. Boah, das war so knapp. Da fehlen einem die Worte. Nein, Moment, wir müssen das Huhn eben mitnehmen. Ja. Hühnchen, komm mit uns mit. Dann haben wir alles, was wir benötigen. Ein dann Huhn sind wir gut vollgepackt und ausgestattet, das Königreich zu vernichten. Ja. Jetzt sind es wirklich Banjo. Ja, weil wir das Huhn haben. Ja. Und einen Rucksack. Und einen Atomsprengkopf. Ich erinnere mich an die Stelle aus Banjo-Kazooie. Fürs Nintendo 64. Ach ja, ich muss von ganz oben rüberfliegen. Da kommst du nicht hoch. Na, ja, musst du auf den Berg klettern. Ah, da kommst du nicht hoch. Da kommst du nicht hoch, Moggy, das ist nichts. Stimmt, da kommst du nicht hoch. Moggy! Wir brauchen ein Schwert. Das klappt nicht. Ich kann das Schwert nicht mehr mitnehmen. Nein! Moment. Das sollen wir doch irgendwie schaffen können, oder? Das ist, wenn wir nach unten gehen. In den Keller vom Schloss. War hier nicht noch eine Möglichkeit, rechts wieder nach oben zu kommen? Vielleicht rechts, ja. Wir können, wenn wir nach links gehen, zum Geysir kommen irgendwie. Ja, und dann? Oder? Der Geysir schießt sich nicht hinters Schloss. Doch, oder? Der Doch, ich weiß es gar nicht mehr. Der schießt ein Forstschloss. Okay, dann. Dann gehen wir nicht mehr zurück. Dann können wir das mal. Ja, fuck, okay. Dann hat sich das erledigt, wir sind hier. Jetzt sind wir gefangen, ne? Yep. Was ist das? Achso, das ist die Leiche. Das stört mich am meisten, dass man hier dann nicht mehr weiter kann. Ja. Das hätte so viel Sinn ergeben mit diesem Shortcut hier an der Stelle, ne? Obwohl, gibt es vielleicht nicht doch noch einen Weg, irgendwie links lang oder so, über die Vorratskammer, dass man zurückkommt? Wir können halt nicht in die Vorratskammer, weil wir kein Schwert haben. Du hast doch den Grappling-Hut, du kommst nach oben lang wieder. Oh ja, Moment. Das schon, aber da kamen wir nicht raus. Shit. Deswegen, ja. Obwohl doch, die Brücke ist ja offen. Ja, warum kommt man hier nicht raus? Wofür kann man denn überhaupt hier hin? Die Brücke ist ja offen, oder? Zu, die ist geschlossen. Ach ja. Ich kann nicht mal so Doku machen. Nee, stimmt. Da wir kein Schwert haben.
Was soll man an der Stelle eigentlich machen? Minesweeper. Ja, das ist eh cooler als Sudoku. Doof rumgucken. Ich weiß, was man an so einer Stelle macht. Ein Projekt beenden. Projekt. So unsatisfying. Ein 2-Folgen-Projekt. Warte, ich will noch ein schnelles Ending finden. Okay. Mhm. Willst du den Hinweis angucken? Nein. Nicht wirklich. Nein. Was für ein schnelles Ending, was wir... Wir gehen zum Händler. Und werden ihn ein bisschen provozieren. Okay. Ach stimmt, der hasst uns. Ne, ich meine, wer kann den Lump auch leiden? Ich nicht. Ich hasse ihn. Muss man fairerweise sagen. Johnny, was hast du zum Lump? Ja, ja, deswegen frage ich ja. Würdest du ihn nur mit Messer provozieren? Sehr ehrlich, Johnny, du akzeptierst ihn nur, weil er Familie ist. Ja. Und was willst du ihn sonst provozieren, wenn nicht mit einem Schwert? Blut ist dicker als Tränen. Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch mit ging. Einer Atombombe. Meinst du, es war Wasser? Wahrscheinlich. Hm. Bring uns um! Was ist ne... Wir haben die Waffe! Oh mein Gott! Wir haben die Schrotflinte! Yes! Die geile Shotgun, Leute! Brücke, nimm die Hände hoch, was? Antidiebstahlbrücke, rufe 550102 und hol dir deine eigene. Oh. Weil du was geklaut hast? Wie war die Nummer? Ja. Wie war die Nummer? Oh, können wir das da unten dann öffnen damit? Ich wüsste nicht warum, aber versuchen wir es. Schade. Was bringt die Shotgun jetzt? Wert. Feuerpower. Wir können eine Shotgun brauchen. Und man kann ein neues Sudoku machen. Wir können uns damit umbringen. Ne, wir haben ja noch das Schwert. Achso, ja. Ach ja. Schade. Wie soll man aber dann an die Waffe kommen ohne das Schwert? Gar nicht. Kannst du nach unten ziehen und dich vielleicht nach oben schießen quasi? Oh, ein Rocket Jump. Schade. Ja, genau. Piu. Oha. Warte mal, wer hat jetzt keine Chance gegen uns? Der dunkle Lord. Oh, wir können uns mit der Kanone abfeuern. Okay. Stimmt. Ja. Vielleicht überleben wir es sogar. Vielleicht auch nicht. Wenn wir uns mit der Atombombe hier abgefeuert hätten, dann wären wir einfach, Ja. Hätten wir die Atombombe einfach abgefeuert. Das wäre nicht hilfreich gewesen. Ja. Wow! Ja, so was überleben. Was? Das hat uns weit rübergebracht. Was? Oh, aber gut zu wissen. Das ist aber neu. Dass wir vom Laden jederzeit zur dunklen Brücke können, das ist gut zu wissen. Ja, aber ohne den. Alter, ohne den. Alter, jetzt komm, wir machen den Endboss! Den schießen wir einfach in die Fresse. Die Frage ist nur, wo ist der? Oh, das klappt nicht, oder? Du bist mit dem Porsche umgefahren, ne? Um zu dem Boss zu kommen, oder? Oder liegt ein Hinweis unten rechts? Ja, aber da kommen wir nicht hin. Oh, die Stacheln sterben. In den Stacheln sterben ist auch ein Ende bestimmt. Yeah. Stimmt. Lass mich mal hier oben rechts. Oh, da ist ein Felsen. Da waren wir noch nie. Oh, was? Den könnte man wegsprengen. Dann nach links. Wieso öffnet sich gerade so links? Oh, den hatten wir. Warte mal, das ist ein guter Gedanke eigentlich. Du kannst dich sehr gut wehren gerade. Ja. Vorsicht, geh doch zur Seite. Geh doch zur Seite. Ja. Okay. Ich fand's seltsam, dass du dich in die Mitte gestellt hast. Joni, beruhig dich. Ich weiß, das ist dein Cousin, aber... Ja, ich bin immer ein bisschen am Wechselgeld. Tut mir leid. Alter, sogar eine Brücke aus Schergen gebaut. Das war geplant. Das bringt nichts. Wir müssen noch mehr übereinander schauen. Wir brauchen mehr Schärfe. Pass auf. Ich komme jetzt von der anderen Seite. Boah, das Geräusch wird lauter. Das multipliziert sich. Ob das reicht? Nee. Na, noch nicht ganz, aber wir nähern uns dem Ganzen. Oh nein. Ich weiß es ja nicht. Das ist ein Problem. Ja. Oh, man kann es nicht mehr runter. Shit! Nein! Scheiße. Oh Gott, wäre ich noch in die Stacheln gerannt. Ich kriege kein Ending. Die Stacheln, okay? Ich will noch mein dummes Ending holen. Ich werde die Stacheln rennen. Zum Laden, mit der Kugel schießen, in die Stacheln springen. Ein chirurgisches Ende. Oh Gott. Da hätte man vorher zu den Feen gehen sollen oder so. Jetzt gibt es immer noch so viel zu tun im Spiel, aber... Aber ich bin langsam verwirrt, es gibt zu viele Optionen. Wir haben genauso viele Endings dann geholt wie im letzten Part tatsächlich. Oh, wirklich? Ja, wir haben 20 Enden bisher geholt in diesem Part.
Das ist ziemlich okay, würde ich sagen. Ja. Das lag am Mr. Hux. Das ja, das war sowas von Mr. Hux. Und Mr. Hux hat uns unser Leben gerettet. Mr. Hux haben wir einiges zu verdanken. Ich hoffe, ihr verdankt Mr. Hux auch einiges. Fully verdankt Mr. Hux auf jeden Fall einiges. Ich habe mich vorher nicht glücklich gefühlt, jetzt schon. Wir haben das gute Ende gefunden. Ja, zwischen deiner Partner hast du dich am wohlsten gefühlt, Fully? Mit dem Stein. Ich bin mit ihr gestorben. Es war eine ziemliche Leistung, von 18 Stacheln gleichzeitig durchbohrt zu werden. Lump fühlte Schmerzen in jedem Millimeter seines Körpers. Lächelte aber optimistisch, weil er eine bizarre Leistung vollbracht hatte. Ich glaube, er war ein Idiot. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Und hey, damit haben wir was Ende. Yay! Okay! Mit wie vielen Endings haben wir jetzt insgesamt? 42. 42? Das ist doch nicht mal die Hälfte! Großer Gott! Wer hätte gedacht, dass 18 Löcher im Körper zu haben nicht tödlich enden muss? Irgendwie war Lump zurück in die Stadt und bereit, seinem Abenteuer eine neue Chance zu geben. Oh Gott. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, das war Reventure. Ich denke nicht, dass wir weitermachen werden. An dem Punkt wird das Ganze nämlich ziemlich langwierig, aber ziemlich cooles Spiel. Schaut rein. Auf jeden oder Fall. Nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Wir singen.